schließe in dieser Stunde die Analyse des Kommunikationsbegriffs ab. Im Zentrum stand die Unzulänglichkeit der Kommunikation, das heißt die Identifikation ihrer Bruchstellen. Wenn Sie sich darauf konzentrieren, dann können Sie erkennen, dass Kommunikation nur durch Selbstirritation zustande kommt. Die sich selbst irritierende Kommunikation setzt sich durch ihre Bruchstellen der Beobachtung der Teilnehmer aus. Ich werde diesen Punkt jetzt abschließen und dann zu dem Abschnitt übergehen, Institutionalisierung der Mediencodes. Das ist ein ganz zentraler Punkt, weil wir über die Analyse der Institutionalisierung der Mediencodes einen Zugang gewinnen zur Mitgliedschaftssoziologie funktionaler Differenzierung. Ich werde versuchen, in diesem Semester den Aufbauplan der Medien abzuschließen und werde dann im Fortgang in die Analyse der großen Funktionssysteme einsteigen. Das ist die Fortschrift des Forschungsprogramms der Mitgliedschaftssoziologie. Kommunikation liegen dann vor, wenn Kommunikationsversuche erfolgreich sind und ihre Anschlusssequenzen bzw. Anschlussrationalitäten gelingen. Wir haben immer zu unterscheiden, wenn Sie das auch rückbeziehen auf die Bruchstellen, zwischen dem Glücken und dem Erfolgreichsein kommunikativer Akte. Ich nehme da eine Variation der Analyse des Glückens und Erfolgreichsein von illokutiven Akten von Wunderlich auf, von einer etwas von unserem gegenwärtigen Standpunkt aus vielleicht vorgeschichtliche Analyse aus dem Jahre 1976. Das ist aber im Prinzipiellen nicht überboten worden. Das Gelingen eines kommunikativen Aktes betrifft seine Typisierung und die Gelingensbedingungen, das gilt auch für illokutive Akte, werden nicht Adressaten spezifisch analysiert. Zum Beispiel im Falle von Sprechakten findet die Analyse statt in Bezug auf eine besondere natürliche Sprache, das Deutsche, das Französische, das Italienische, das Englische, was auch immer, als Basissprache oder als sprachlicher Bezugsrahmen.
Das Erfolgreichsein betrifft dann das Verstehen, das Akzeptieren, Nicht-Akzeptieren, das Erfüllen, zum Beispiel einer Aufforderung oder das Nicht-Erfüllen oder das einem Sprecher Glauben schenken oder Nicht-Glauben schenken im Falle von assertiven Sprechakten wie behaupten, beschreiben, erklären und dergleichen mehr. Wir hatten die Neufassung der Kommunikationstheorie so angelegt, dass Luhmanns Umkehrung der Ego-Alter-Diade einer Korrektur bedarf. Das heißt, die gesendete Kommunikationsofferte ist nicht dann verstanden, wenn der Hörer Adressat Mitteilung und Information unterscheidet, sondern der Sprecher ist insofern in die Analyse mit einzubeziehen, weil er die Erkenntnis seiner Intention zu intendieren hat. Die Umkehrung, die Luhmann vornimmt, ist dann in eine weitere Sequenz, in einer weiteren Sequenz zu platzieren, und zwar, dass der Sprecher auch zu erkennen hat, dass der Höreradressat seine intendierte Absicht erkannt hat. Erst dann schließt sich die Kommunikation, das Verstehen betreffend, Verstehen im Sinne des Erkennens, Erfassens des intendierten kommunikativen Akts, wobei aus der Perspektive des Adressaten das Verstehen auch indirekt kommuniziert werden kann. Wenn ich Sie auffordere, die Tür zu schließen, und Sie schließen die Tür, dann nehme ich Ihr Schließen der Tür als Beleg dafür, dass Sie meine Intention erkannt haben. Sicherlich unter den einschränkenden Bedingungen, dass Sie nicht zufällig aus dem Hörsaal gehen und dabei die Tür schließen. Dann hätten Sie zwar auch die Tür geschlossen, Sie hätten aber nicht meine Aufforderung befolgt. Also das nur zur Wiederholung, Einbezug der kommunikativen, reflexiven Intentionen. Nicht in einem psychologischen Sinn, auch nicht in einem sprachsemantischen Sinn. Das ist keine Bedeutungstheorie, sondern im Hinblick auf die Realisierung des kommunikativen Aktes. Das heißt, die Intention gehört zum Rahmen oder zu den Komponenten. Das möchte ich mir auch nicht abhandeln lassen. Es ist das schon eine etwas ältere Diskussion,
die nicht in einem soziologischen Kontext, sondern in einem sprachtheoretischen Kontext geführt wurde. Es geht dabei um die sogenannten Kreisintentionen. Das ist ein Artikel, der heißt Meaning, ist 1956 erschienen. Das wurde relativ breit in den 60er, 70er bis in die 80er Jahre hoch diskutiert. Strawson hat dazu einen Kommentar geschrieben und hat diesen Ansatz weiterentwickelt. Soweit ich mich jetzt erinnere aus dem Text, ich habe das nicht nochmal überprüft, auch mit dem Einwand, dass das keine Bedeutungstheorie ist. Wäre das eine Bedeutungstheorie, dann könnte ich willkürlich die Bedeutung von Wörtern festlegen. Das kann irgendwie nicht sein. Also da stimmt irgendwie etwas nicht. Unabhängig von diesen Vorbehalten, denke ich, sind diese reflexiven Intentionen informativ für die Analyse kommunikativer Akte. Ich habe nochmal die Tage bei dem Searle nachgelesen. Der würde auch in diese Richtung argumentieren. Also mein Ansatz unterscheidet sich ein bisschen von dem Searle'schen Ansatz, aber man muss auch keine Differenzen aufbauen, wo keine sind, und sie künstlich profilieren. In diesem Punkt können wir mit Searle übereinstimmen, dass die Kreisintentionen nicht als eine Bedeutungstheorie einzuführen sind, sondern dass sie anzuwenden sind auf die Analyse von kommunikativen Akten. Neben den Gelingen und den Erfolgsbedingungen gibt es noch einen anderen Gesichtspunkt, den Sie selektiv zu berücksichtigen haben. Sie haben diesen Punkt schon in dem Akzeptieren und Ausführen oder dem Glauben schenken und Ausführen. Das ist die Anschlusssequenz oder wie das Luhmann nennt, die Anschlussrationalität von Kommunikation als einer weiteren Selektion. Sie können sich das so erst einmal verdeutlichen. Die Kommunikation hat immer weiter zu gehen. Darf nicht aufhören. Insofern haben die Teilnehmer an Kommunikationen auch immer ihren Fortgang zu gestalten. Es kann immer Abweichungen geben. Ich brauche Ihnen nicht zu glauben, ich brauche Ihre Aufforderungen nicht auszuführen, ich brauche Ihre Frage nicht zu beantworten, ich brauche auch Ihr Versprechen nicht anzunehmen. Sie sagen, ja, du versprichst mir das zwar, aber du bist ja unglaubwürdig. Das ist einfach zu viel gelogen. Also kann ich dir kein Glauben schenken. Jede Kommunikation ist auch mit dieser Problematik belastet, dass es Abweichungen geben kann. Dass jede Kommunikation auch negiert werden kann. Sicher bei Berücksichtigung der entsprechenden Folgen, die sich daraus für die Teilnehmer
ergeben. Die Anschlusssequenz von Kommunikation ist immer zu gestalten. In einer weniger naiven Betrachtung sind uns die Anschlusssequenzen durch soziale Systeme und formale Organisationen auch vorgegeben. Es gibt eine Prüfungsordnung. Es gibt einen ganz bestimmten Arbeitsablauf in einem Unternehmen. Auch dort werden Anschlusssequenzen von Kommunikation organisiert. Die dritte Bruchstelle der Kommunikation betraf die Motivation im Hinblick auf die Kommunikationsofferte. Das heißt, jedes Kommunikationsangebot und die Fortführung von Kommunikationen hat das Grundsatzproblem zu lösen, die Motive der Annahme und des Sich-Einlassens auf eine Folgegeschichte zu veranlassen. Kommunikationen sind immer vom Scheitern bedroht, sei es aus Nichtverstehen, Desinteresse, Abbruch oder verfehltem Anschluss. Um das Verstehensmotivation- und Anschlussproblem zu gewährleisten, haben sich als Ergebnis einer kontingenten evolutionären Selektion die Medien der gesellschaftlichen Mitgliedschaft und Kommunikation differenziert. Geld, Macht, Luhmann bezeichnet das Medium des Wissenschaftssystems Wahrheit. Ich ziehe Argumente vor. In diese Richtung hat Richard Münch auch einmal argumentiert. Commitments, also Bindungen. Dieses Medium kommt bei Luhmann nicht vor. Sie finden das Medium aber in der parsischen Medientheorie und Gefühle. Luhmann spricht vom Liebe, also dem Liebescode, Parsons von Affekt. Diese Medien kompensieren das grundsätzliche Scheitern können jeder Kommunikation und steuern die Annahmemotive. In dem einfachsten Fall können Sie sich das veranschaulichen an allen Medien, aber vor allem am Geldmedium. Wenn die Tauschoperation über das Geldmedium gesteuert ist, dann bedürfen Sie oder bedarf es keiner besonderen Verständigung, sondern das Geldmedium steuert die Annahmemotive. Sie gehen ein Geschäft, kaufen ein. Das ist eine ganz spezielle Kommunikations- und Handlungssituation. Es wird eine ökonomische Operation durchgeführt, wobei die Motive über das Geldmedium gesteuert sind. Ich werde darauf im Fortgang eingehen, weil ich immer mehr davon überzeugt bin, dass man im 19. Jahrhundert bis zu Simmels Philosophie des Geldes keine angemessene Geldtheorie hatte. Warum
und wieso bedürfte einer besonderen Analyse. Wir gehen ja, sind ja im Wagner-Jahr, geht so langsam zu Ende. Auch Wagner hat sicherlich im Ring keine angemessene Geldtheorie. Die Geldtheorie ist vor allem in den Bewertungen sehr stark motiviert durch die Romantik. Es gibt da diese Geschichte, wie heißt es, das eiskalte Herz. Und man hat die im Zuge der Umstellung auf die Geldwirtschaft und die Veränderung von Sozialstrukturen, hat man immer diese Konstruktion gehabt. Ja, wie man das nennen, ja. Also der Geldgebrauch ist etwas, was uns subjektiv auch verhärtet und dergleichen mehr. Das heißt, es wurden ihm alle möglichen negativen Prädikate zugeschrieben. Ich denke, dass das so nicht stimmt, dass man da eine bestimmte Funktion des Geldes nicht erkannt hat. Gilt auch für den zweiten Teil des Faustes, wenn dann das Geld erfunden wird. Ja, also wenn Sie das mal nachlesen. Nur ein Punkt. Der Geldgebrauch erlaubt eine neutralisierende Abgrenzung in der Kommunikation. Der Geldgebrauch erlaubt auch einen Komplexitätsaufbau von Kommunikation. Darauf wäre dann noch im Einzelnen einzugehen. Ich möchte das an dieser Stelle aber erwähnen, weil Sie finden das bis heute, ja, also auch im Rahmen der sogenannten Finanzkrise, wenn es eine war, vielleicht war es ja gar keine Finanzkrise, dass eine bestimmte Rhetorik betrieben wird, dass man Reiche projektiv besetzt, ja, ihnen Schuld zuschreibt und dergleichen mehr. Das zu untersuchen wäre ein besonderes Thema. Hervorzuheben ist, dass die Funktion der Kommunikationsmedien sich erst in der Folge der Durchsetzung funktionaler Differenzierung erfolgreich stabilisiert. Kommunikationen bilden zu ihrer Prozessualisierung zwangsläufig ihre Mitgliedschaftsbedingungen aus, über die sich die Teilnehmer von ihrer sozialen Umwelt ausgrenzen und ihre Netzwerke stabilisieren. Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit besteht darin, dass die Mitglieder sozialer Systeme eine Vielzahl von Beziehungen eingehen können. Die Erfolgschancen und die Folgen ihrer Kommunikation sind Funktionen besonderer Kontexte eines sozialen Beziehungsnetzwerkes, die als ein soziales System fortlaufend über ihre Teilnahmebedingungen entscheiden. Informativ ist dazu auch die Veränderung von Kommunikationsstrukturen über die digitale Kommunikation und die digitalen Netzwerke, die spezielle Teilnahme- und Mitgliedschaftsbedingungen haben. Ich denke auch, das ist auch schon in den 90er Jahren thematisiert worden, dass diese Netzwerke einen ganz bestimmten sozialen Typus hervorbringen, den man nur in Bezug auf diese Kommunikationsstruktur beschreiben kann.
Also Netzwerker sind keine Revolutionäre. Also Netzwerker halten Kontakte. Netzwerker haben ihr Netz zu pflegen. Das ist eine grundsätzliche Teilnahmebedingung. Wenn Sie Ihr Netzwerk nicht pflegen, existieren Sie nicht mehr. Fallen Sie aus dem Netzwerk raus. Netzwerker vermeiden auch konfrontative Konflikte, weil sie ganz anders aufgrund des Kommunikationsmediums die Anschlussrationalität ihrer Kommunikation zu gestalten haben. Die Mitgliedschaftsbedingungen sind nicht nur eine Bedingung der Fortführung von Kommunikationen und der Kontakterleichterung, sondern das erste Kommunikationsangebot hat, sofern es erfolgreich ist, einen möglichen Anschluss und damit die Chance einer Mitgliedschaft in einem sozialen System begründet, so flüchtig die Begegnung auch immer gewesen sein mag. Mitgliedschaftsbedingungen sind auch die Voraussetzung der Entscheidung über Mitgliedschaft und damit über Kommunikation und Nichtkommunikation. Wir kommen an dieser Stelle zu einem weiteren Punkt. Die Entscheidung über Kommunikation und Nichtkommunikation ist aus der Perspektive der Kommunikationsteilnehmer als eigene Entscheidung fortlaufend zu fällen. In dem Sinne gibt es keine Selbstentfremdung der Teilnahme an Kommunikation, sondern jeder Teilnehmer hat die Entscheidung über Kommunikation und Nichtkommunikation fortlaufend selbst zu packen oder zu fällen. Das gilt insbesondere in der Situation, wenn Zweifel über das sich einlassen und die Fortführung der Kommunikation bestehen. Aus dieser und nur aus dieser Sicht und nur auf dieser Basis können komplexe soziale Strukturen aufgebaut werden. Also Linien, Stellen, Verfahren, was auch immer. Dabei handelt es sich immer um kommunikationstypische Selektionen, die in den Kommunikationsprozessen zu verarbeiten sind. Denken Sie daran, wenn Sie sich zu einem Bachelor anmelden, Ihre Bachelor-Thesis schreiben, müssen Sie mit einem Hochschullehrer sprechen, Sie haben es da mit einer ganz bestimmten Komplexität einer Organisation zu tun, in diesem Fall im Wissenschaftssystem, die ganz bestimmte Selektionen erfordert, die Ihnen auch nicht zur Disposition stehen, die Sie absorbieren müssen, die Sie klein zu arbeiten haben, zu denen Sie sich strategisch zu verhalten haben, wenn Sie erfolgreich Ihre Organisationsgeschichte, in dem Fall also Ihr Studium, abschließen möchten. Ja, so viel zu dem Abschluss Neufassung des Kommunikationsbegriffs. Wir werden
darauf immer wieder zurückkommen. Wichtig ist mir eigentlich, dass Sie sich das Problem klar machen. Ja, Sie können ja im Fortgang Ihrer intellektuellen Geschichten zu ganz anderen Einsichten kommen. Aber wichtig ist, denke ich, dass Sie sich das Problem klar machen und dass Sie die soziologische Fragestellung daran erkennen. Sie können Kommunikation natürlich auch psychologisch, sozialpsychologisch beschreiben, Sie können sie technisch beschreiben. Es gibt da nicht nur eine Beschreibungsperspektive. Sie können sie im Hinblick auf die jeweiligen großen Funktionssysteme beschreiben. Fragen Sie sich immer, ja, was ist denn die soziologische Beschreibung im engeren Sinne? Wobei das Problem besteht, dass die Kommunikationstheorie nicht im Anschaulichen gegeben wird. Sie ist zwar zu exemplifizieren, aber sie wird nicht alltagsnah systematisiert, sondern sie nehmen ganz bestimmte Abstraktionen und Schnitte vor. Das heißt, sie beobachten das Kommunikationsgeschehen immer mit bestimmten Entscheidungen. Ich möchte dann zum Schluss nur schon beginnen, dass wir dann in der nächsten Stunde da gleich einsteigen können mit dem nächsten Abschnitt Institutionalisierung des Mädchencodes. Das schließt jetzt direkt an die dritte Bruchstelle an. Das heißt, die Motivation der Annahme von Kommunikationsofferten, wobei das ist im Fortgang dann herauszuarbeiten. Für die Kommunikationssysteme des modernen Gesellschaftssystems im Hinblick auf ihre Teilnahmebedingungen aus der Perspektive der Teilnehmer auch eine Indifferenz gesetzt ist, wenn nicht sogar erforderlich ist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass sich in allen Kommunikationssystemen, auch in allen Kommunikationssequenzen, auch immer wieder die systemische, die symbiotische Grenzziehung sozialer Systeme reproduziert. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die symbiotische Grenze zwischen System und Umwelt und ihrer Wahrnehmung und Beobachtung verschwindet nicht, sondern die bleibt immer erhalten. Das verweist wiederum auf die Funktion einfacher Interaktionssysteme, bei denen Anwesenheit erforderlich ist und die sich mittlerweile im Umbau befinden. Erlauben Sie mir noch den ersten Punkt kurz anzusprechen. Die erfolgreich ausdifferenzierten kommunikativen Medien. Ich spreche da dann im Unterschied zu den Verbreitungsmedien von den Medien der gesellschaftlichen Mitgliedschaft und Kommunikation, um zu signalisieren, das Problem Mitgliedschaftssoziologie funktionaler Differenzierung des modernen Gesellschaftssystems. Also ich verwende den Begriff des Kapitalismus nicht mehr. Das halte ich für eine veraltete Terminologie aus dem 19. Jahrhundert. Das führt auch alles zu keinen neuen Einsichten.
sondern ist eigentlich politische Rhetorik. Im 19. Jahrhundert war keine Theorie des modernen Gesellschaftssystems letztlich möglich gewesen, sondern wir waren auch wirkungsgeschichtlich von den Beschreibungen der Funktionssysteme als eine Teilperspektive dominiert. Also man spricht da auch dann von Pars pro toto Setzung. Also ein Teil wurde für das Ganze gesetzt. Also man hat dann die moderne Gesellschaft als Wissenschaftsgesellschaft, als Wirtschaftsgesellschaft. Denken Sie auch an die deutsche Tradition des Staats, der Staatswissenschaften, ja, oder der Genossenschaften, ja. Das sind alles Teilperspektiven, unter denen die moderne Gesellschaft beschrieben wird. Ich denke, Ähnliches gilt, was Sie heute hören. Das ist ja auch alles Murks. Wissenschaftsgesellschaft, Informationsgesellschaft, das sind eigentlich eher rhetorische Formeln, wo man sich irgendetwas zurechtlegt. Also Wissen kann gar nicht direkt wirken, ja, sondern Wissen bedarf einer Organisation, angewandt zu werden. Das Ähnliches gilt auch für Informationsgesellschaft. Das sind eigentlich alles so Lückenbüßer. Wenn etwas überkomplex wird und man weiß nicht richtig weiter, dann wird das gerade in einer Zeit, wo die Kommunikationssysteme natürlich durch auch durch die öffentlichen Medien, durch die Massenmedien strukturiert werden solche Formen gefunden und rhetorisch zugespitzt. Ich denke, kein Erkenntniswert. Ausgangspunkt ist, dass jedem Kommunikationsmedium ein Code und ein binärer Schematismus zugrunde liegt, der die Annahme von Selektionsofferten erreicht. Codierung ermöglicht den Aufbau von komplexen Systemen, die den Kommunikationsprozess durch Erwartungsfestlegung steuern. Erstens. Codierung erlaubt, in der Sozialdimension eine binäre Alternative, zum Beispiel wahr, falsch, recht, unrecht, schön, hässlich, haben, nicht haben und anderes, als ein elementarer symbolischer Code, kann er durch Nebencodes beziehungsweise sekundäre Codes ersetzt werden. Zum Beispiel wäre Legitimation im politischen System ein sekundärer Code. Das politische System kodiert eigentlich, oder im kodilischen System ist das Machtmedium institutionalisiert. Und das politische System hat die Funktion, kollektiv verbindliche Entscheidungen zu generieren. Als sekundärer Code würde man dann Legitimation anordnen. Also die primäre Funktion des politischen Systems wäre nicht seine Legitimation, sondern die wäre nachgeordnet. In welchem Ausmaß das
heute für das politische System noch gilt, ist eine besondere Fragestellung. Das heißt, in welchem Ausmaß die Herstellung kollektiv verbindlicher Entscheidungen nicht auch unterhöhlt wird. Ich meine, dieser Vorgang ist natürlich dann gekoppelt mit dem Rechtssystem, weil kollektiv verbindliche Entscheidungen immer Rechtsform haben. Also Sie finden dann ja auch so eine für die westliche Tradition typische Kopplung zwischen dem Rechtssystem und dem politischen System über die Verfassungen, wobei die Frage ist, ob sich das auf die Weltgesellschaft, also dieser Entwicklungspfad auf die Weltgesellschaft übertragen lässt. Kodierung erlaubt zweitens in der Zeitdimension das Progressivwerden von Operationen als einer Selektion, auf die eine andere aufbaut. Dadurch kann Komplexität aufgebaut werden. Also wenn Sie zum Beispiel eine rechtliche Normierung des Gemeinschaftshandelns haben, dann ist das eine ganz bestimmte, in der Zeitdimension eine bestimmte Selektion, die es erlaubt, Zukunftszustände zu projizieren. Auch in der Form von kontrafaktischen Erwartungen, wobei man sich fragen kann, ob die Funktion des Rechts noch darin besteht, kontrafaktische Erwartungen zu restabilisieren. Drittens, Kodierung erlaubt in der Sachdimension die Bildung von Selektionsketten in verschiedenen Situationen, die zu irreversiblen Strukturmerkmalen der Evolution, somit zu den evolutionären Errungenschaften führen. Wir können davon ausgehen, dass also alle institutionalisierten Mediencodes in den Funktionssystemen auch bestimmte evolutionäre Errungenschaften sind, sei es im Wirtschaftssystem, im Wissenschaftssystem, im Rechtssystem und im politischen System. Religions-, Kunstsystem, Erziehungssystem lasse ich jetzt mal außen vor. Dabei stoßen Sie auf ein ganz zentrales Problem. Wenn einmal etwas externalisiert wurde, kann man es schwer zurückholen. Wenn einmal die Geldwirtschaft da ist, können Sie sie ohne weiteres nicht mehr in eine Naturalwirtschaft zurückholen, ohne sich massive Probleme einzuhandeln. Das hängt auch damit zusammen, dass im Falle des Geldmediums, dass in Bezug auf die anderen Funktionssysteme eine Medientransformation stattfindet. Ich greife da jetzt einmal vor. Überlegen Sie sich einmal, die Staatsbeamten und Angestellten würden in Naturalien bezahlt. Würde ja nicht klappen. Würde ja alles zusammenbrechen. Käme man nicht weit. Oder die Mitarbeiter, Angestellten des Wissenschaftssystems würden in Naturalien bezahlt. Ja, wäre eine ähnliche Katastrophe. Würde auch würde nicht funktionieren. Also Sie erkennen daran, wenn mal einmal etwas externalisiert ist, dann können Sie es schwer zurückholen. Das Gleiche gilt für das Machtmedium. Ja? Also wenn Gewalt kaserniert ist, was macht die moderne Staatsorganisation? Sie kaserniert die Macht. Der historische Prozess der modernen Staatenbildung war die Entmachtung der Lokalhoheiten. Das können Sie fast in allen europäischen Ländern nachvollziehen. Das gilt für Frankreich, für Preußen, für die Habsburger.
sicherlich auch für noch andere Länder. Was man dann auch bezeichnet hat als Absolutismus. Was war denn der Absolutismus? Wo so ein Absolutismus gab es ja nur in Frankreich, also in einer spezifisch französischen Version. Aber übernehmen wir mal den Begriff naiv. Ja, historisch, das ist nicht kein ganz richtiger Begriff. Ja, also außer diesem französischen Fall. Der Philipp der Schöne fing schon im 12., 13. Jahrhundert an, die Lokalhoheiten zu entmachten. Ein Vorlauf war schon durch den Antichrist Friedrich II. Am der Staufer in Neapel. Der fing auch an, obwohl der neapolitanische Adel schon vorhin damit anfing, die Lokalhoheiten zu entmachten. Das führt dann im Fortgang dazu, dass die Gewalt kaserniert wird. Darin spiegelt sich ja dann auch dieses Hobbsche Ordnungsproblem. Wir übertragen unsere Willkür dem Souverän, dem Leviathan, und der Leviathan gewährleistet die Befriedung der Kommunikation, gewährleistet, dass wir ruhig schlafen können. Ja. Das ist ja die Idee dieser Hobbschen Konstruktion, wobei er natürlich als Anschauung und engeren Kontext den Bürgerkrieg in England, Großbritannien hatte. Also Kasernierung der Gewalt. Können Sie dann auch nicht so ohne weiteres wieder externalisieren. Wenn es externalisiert wird, haben Sie entsprechende Folgeprobleme. Denken Sie an Afghanistan, nur mal als ein Beispiel, oder Somalia, wo das nicht der Fall ist. Also haben Sie Lokalhoheiten, also bestimmte Clans, bestimmte Warlords. War auch im chinesischen Bürgerkrieg der Fall. Das hat zur Folge, dass der soziale Friede nicht gewährleistet ist. Gut, ich werde dann in der nächsten Stunde mit diesem Problem weiterfahren und sehe einmal zu, dass wir das in diesem Semester, also auch dann mit dem Aufbauplan der Medien, abschließen. In diesem Sinne noch einen schönen Nachmittag. Bis nächste Woche.